So, Freunde, willkommen zurück bei Warcraft Reise Frozenzone. Ja, unser Illidan, der tuckelt hier langsam und allmählich in Richtung unserer Base. Und ich hoffe, dass der ankommt, bevor unsere Armee von Feinden hier, die sich schon echt krass gesammelt hat, am Start ist. Na, mal sehen. Auf jeden Fall, die Einheiten hier, die halten sie noch ein bisschen auf. Ich kann die auch nicht upgraden, also ich kann hier nichts beeinflussen leider. Und nur unsere drei Helden. Dein Volk muss gerecht werden. Genau, wir müssen alles rächen. Kann ich denn vielleicht auch mal irgendwie heilen? Ist hier irgendwie... Da ist ein Söldnerlager, da gehe ich mal hin. Ah, da kommen wir nicht mehr an, ne? Na gut, der ist eh gleich in der Base. Müssen nur noch kurz ein bisschen aufhalten. Irgendwie hinkriegen. So, na komm. Es soll geschehen. Sehr gut. Möge Blutelfen und Naga. Eure Bastardvölker sind eine Beleidigung für alle. Ah, ja, ja. Stauze, stirb! Hauptsache, sie ist erstmal weg. Hauptquest abgeschlossen. Illidan begleiten. Yeah, wir haben es geschafft. Lady Varsh, die Rettung kam zur rechten Zeit. Kein schöner Gedanke, weitere 10.000 Jahre in Marjevs Gefängnis zu verbringen. Wir konnten euch nicht im Stich lassen, Lord Illidan. Aber eure Freiheit verdankt ihr jenen dort. Wer ist das, Varsh? Der junge Elf kommt mir bekannt vor, aber... Sie nennen sich selbst Blutelfen, mein Lord. Es sind die letzten sterblichen Nachfahren der Hochwohlgeborenen, die euch vor langer Zeit dienten. Dies ist Prinz Kael'thas. Er und seine Brüder kamen, um eurer Weisheit teilhaftig zu werden und euch Treue zu schwören. So, ich bin einmal gespannt, wohin uns das Ganze hier führt. Weiter. So, ja, okay. Interludium, Illidans Aufgabe. Stunden später erreicht Prinz Kael'thas in Illidans Stützpunkt endlich den ehemaligen Dämonenjäger und bittet ihn um Hilfe. Es war richtig, zu mir zu kommen, Kael. Ich teile die Qual eurer Sucht, euren Hunger nach Magie. Könnt ihr uns helfen, Lord Illidan? Könnt ihr uns heilen? Es gibt keine Heilung, junger Freund. Aber Mittel und Wege, den Hunger zu besänftigen. Folgt mir und ich gewähre eurem Volk mehr Magie, als ihr euch vorstellen könnt. So sei es. Lord Illidan, meine Blutelfengeschwister und ich schwören euch demütig die Treue. Dann steht auf, junger Kael. Ihr sollt meine rechte Hand und Überbringer meines Zorns sein. Was ist mit euren Plänen, Meister? Viele Monate nach der Niederlage der Legion in der Schlacht am Berg Hiyal besuchte mich Kil'jaeden, einer der letzten großen Dämonenlords. Illidan. Früher seid ihr sowohl Freund als auch Feind der brennenden Legion gewesen. Aber als ihr den Schädel des Gul'dan verzehrt habt, habt ihr eure Niederlage in dieser Welt besiegt. Ich biete euch eine zweite Chance, uns zu dienen. Was soll ich tun, Großmächtiger? Meine Schöpfung, der Lichtkönig, hat mich verraten. Er wagte es, den Pakt zu brechen, der ihn an meinen Willen bindet. Aber seine Seele liegt noch gefangen im Frostturm von Eiskrone. Zerstört ihn für mich und ich gebe euch, was euer Herz begehrt. Es soll geschehen, Großmächtiger. Es soll geschehen. In Dalaran versuchte ich, mit dem Auge von Sargeras die polaren Eiskappen um den Eiskrone-Gletscher zu schmelzen. Wäre der Zauber gelungen, wäre es für immer um den Lichtkönig geschehen gewesen. Aber die verfluchten Nachtelfen mischten sich ein. Und der Zauber ging schief. Nach meinem Scheitern floh ich an diesen einsamen Ort, um Kil'jaedens Zorn zu entgehen. Wenn ich hier im Exil bleiben soll, müssen wir dafür sorgen, dass Kil'jaedens Agenten das Land nicht mehr heimsuchen. Okay. Ich lasse es einfach mal so wirken und lese vor. Kapitel 5. Die Tore des Abgrunds. Zwei Tage später bereiten sich Illidan und Prinz Kael'thas auf den öden Ebenen von Fremdland darauf vor, Magteridons Dimensionstore anzugreifen.
Vor langer Zeit, nach der Explosion Draenors, scharte ein brutaler Grubenlord namens Makteridon die Orks um sich und übernahm die Macht in Fremdland. Seither ist seine Streitmacht immer stärker geworden. Wie das, Meister? Wie konnte er sein Heer verstärken, wenn die meisten Orks bei der Explosion dieser Welt vernichtet wurden? Indem er eben die Portale benutzte, die den Planeten in Stücke rissen. Viele von Ner'zhuls Dimensionstoren stehen noch, junger Prinz. Makteridon lockt tagtäglich Dutzende unglücklicher Dämonen hindurch. Dann müssen wir sie auf Dauer versiegeln. Ja, wir suchen jedes dieser Tore auf und ich werde sie selbst schließen. Wenn sie versiegelt sind, ziehen wir gegen Makteridons schwarze Zitadelle ins Feld und erobern Fremdland für uns. So, das Tor schließt sich in 3 Minuten. Oh mein Gott, das ist aber knapp. Wir sollten bald weiterziehen. So, wir müssen die schließen. Okay, also hier ist das erste. Sehr gut. Einfach nur umhauen. Das war einfach. Seid wachsam, Meister. Es kommen weitere Dämonen durch dieses Tor. Ach so. Ach, jetzt verstehe ich. Okay. Gut, ja, sorry. Wir müssen das Tor quasi, also sozusagen das, was raus aus dem Tor kommt, vernichten. Während er hier das Tor selber zerstört. Ja, gut. Das soll doch lösbar sein. Kurz mal husten. Moment eben. Es funktioniert. So. Illidan schließt das Portal. Wir müssen ihm mehr Zeit verschaffen. Ist jemand verletzt? Müssen vor allem den Priester hier rausziehen. Wo klemmt's denn? So. Ja, doch, das kriegen wir noch ganz gut hin, glaube ich. Oh, was kommt da denn raus? Warte mal, so. Wir sollten bald weiterziehen. Es soll geschehen. Ich spüre etwas. Komm mal, ganz schön dicke Dämonen raus, ey. Oh nein, oh nein, oh nein. Nein, nein, nein. Scheiße. Ich kann mir hier den Phönix mal ranholen. Ah. Wir sollten bald weiterziehen. So. Also nur ein bisschen warten, bis die... Ah, wir haben nur einen Priester, ne? Verdammt. Und der ist out of Mana. Das ist wirklich ungünstig, dass der out of Mana ist. Oh nein, 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 nein. Komm zurück, zurück. Ach, scheiße. Vielleicht kriegen wir nachher noch ein paar neue Einheiten wieder. Wobei, wir können ja welche produzieren, ne? Ah... Wir können hier einfach welche produzieren. So, machen wir davon welche. Und auf jeden Fall hier diese geilen... Welche waren das? Warte mal, das waren die gar nicht, ne? Hier. Nee, da sind sie, genau. Die will ich haben. Die können nämlich diese kleinen Ads beschwören. Und die sind ausgesprochen stark. Haben wir ja schon mal gesehen. In einer anderen Folge. Mist, wir brauchen Mana. Ich brauche ein bisschen Mana. Oh, der hat Mana. Gib mal dein Mana her. Ja, so ist fein. Die kann ich nicht steuern, ne? Nee. Na gut, dann müssen wir einfach irgendwie durchhalten. Und mehr Mana absaugen. Oh Gott, kriegen so aufs Maul gerade. Ach du Scheiße. Es soll geschehen. So. Zack. Oh, scheiße. Ah, ein Glück. Okay, ja, gut. War jetzt nicht geil, aber war auch nicht ganz so schlecht. Die sind alle gestorben, weil wir das, weil ihr dann das Portal gekillt hat. Ah ja, jetzt haben wir ihn wieder. Warte mal, ich muss mal kurz hier... Ich muss mal irgendwas abdrücken. Was nehmen wir denn da mal? 6, 2... Ah, krieg ich das Ding hier, komm. So, dann kann ich mich das Ding hier kaufen. Das heilt mich. Das stellt Mana wieder her. Und dann nehmen wir noch einen Heiltrank. Genau, so. Wir müssen erst ein bisschen Einheiten pumpen. So, da. So, das läuft hier noch. Dann nehmen wir noch einen von denen. So. Okay, das war das Erste. Jetzt müssen wir da runterkommen wahrscheinlich.
Sind Dämonen. Da gehen wir einfach mal. Ich spüre etwas. Ich bin bereit. Flüchtiges. So. Es soll geschehen. Wir gehen mal. Wo geht's denn lang? Warte mal. Hier rechts geht's lang, oder? Da. Ist mir ein Vergnügen. Ich tue mein Bestes. Denke mal, wir müssen die erstmal finden, die ganzen Portale. Sehr gut. Es soll geschehen. Ah, guck mal, da sind auch noch welche. Ist meine Hilfe vonnöten? Ich bin bereit. Wo ist der Phönix? Da. So, alle ran hier. Achso, die Naga-Tante. Stimmt. Hätte ich fast vergessen. So. Wir sollten bald weiterziehen. Dann mal los. Ich tue mein Bestes. Ich spüre etwas Flüchtiges. Da ist ein Brunnen der Gesundheit, den brauche ich jetzt aber nicht unbedingt. Sehr gut. Aber wir müssen eh hier lang, ne? Wir müssen eh hier außenrum gehen. Na komm. Es soll geschehen. Dann machen wir das halt mal. Außerordentlich. Machen wir den Brunnen hier einmal frei. Möge das Feuer euch läutern. Der Phönix haut aber auch gut drauf, ey. Er ist echt mega stark. Forschung abgeschlossen, um dieses Land zu säubern. Kaum eine Herausforderung. Ah, heult nicht so rum. Alles wird wieder gut. So, ein Käfig. Da kommt bestimmt was Cooles raus. Es soll geschehen. Warte nochmal. Ihr habt uns das Leben gerettet. Wir stehen euch zur Verfügung, Blutelf. Neue Einheit erhalten, Draenei. Ha, diese Draenei sind beim Einsatz gegen ihre Erzfeinde, die Teufelsorks, besonders effektiv. Wie kann ich euch helfen? Heilwelle. Cool. Brillanzaura. Dann nehmen wir doch direkt mit. Wir sollten bald weiterziehen. Top Sache. Okay. Es soll geschehen. So, die Armee ist wieder aufgestellt. Wir haben gut Einheiten. Das heißt, wir können sie ganz in Ruhe und ganz getrost einfach mal. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Wir erkunden einfach mal so ein bisschen die Welt. Sehr gut. Wir werden es schon finden. Ist mir ein Vergnügen. So, ah ja, Dimensionsnexus. Ich kümmere mich um dieses Portal. Kael, ihr müsst mich wie zuvor beschützen. Krieg mal hin. Oh mein Gott. Sehr gut. Hab ich gesagt, wir kriegen das hin? Ich denke mal, dass wir das hinkriegen. Heilwelle. Magteridon muss uns entdeckt haben. Seine Orks haben schon mit dem Angriff begonnen. Oh Gott. Unsere Truppen müssen sie aufhalten, während wir die Dimensionstore suchen. Ah, kriegt man aber hin, glaube ich. Ja. Wir sollten bald weiterziehen. Oder kriegt man das hin? Ah. Vielleicht. Heilwelle. Schnell. Oh, der heilt aber gut. Heiltrank mal nehmen hier. Unsere Streitkräfte sind. Oh, jetzt greifen sie doch meine Stadt an. Verdammter Mist. Die sind aber auch echt krass, diese Orks. Diese. Oh, Scheiße. Ich tue aufs Maul. Nein. Schließt sich. Kämpft weiter, meine Krieger. Ja, ich glaube, das Level ist ein bisschen sehr hart. Kann das sein? Alter Schwede. Okay, ja, wir dürfen erstmal alles wiederbeleben. So. Na gut. Ah, ich habe keine Kohle. Wo kam denn die jetzt her? Von hier unten oder was? Na toll. Das könnt ihr doch machen, ne? Die haben doch auch Angriff? Ja. Komm, haut ihr mal kaputt hier. Und dann dürft ihr wieder Holz hacken gehen. Oh mein Gott. Oh. Ja, das ist ein bisschen fies. Das ist ein bisschen sehr, sehr fieses Level. Die sind echt alt, das sind die stark. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Aber sie könnte vielleicht mal hier den hier angreifen. Ist sie immun gegen Magie? Alter, hat er viel Leben. 2200, was? Komm mal mit. Komm zu meinen Türmen. Folge mir. Ah, noch ein Stückchen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ach so, sie kann nicht mal angreifen, weil er mal. Alter. Macht er einen Schaden? Ach, Scheiße. Es ist mehr Gold erforderlich. Oh mein Gott, oh mein Gott. Tja. Wir haben ein Problem. Aber der kann ihn. Kann er natürlich nicht, weil wir ihn nicht erforscht haben. So, Hilfe mal, Naga-Tante. Schieß drauf. Unsere Stadt wird belagert. Ja, ich weiß. Hier unten ist auch noch einer. Aber das kann er mal machen hier. Das schafft er bestimmt. Ja, schön mit dem dicken Dreizack ins Gesicht. Ich will oben gar nicht hingucken. Ich will es gar nicht sehen. Ah, komm, wir gucken mal. Naja, besser schlecht als recht. Und noch ein Level up. Naja. Zeit ist knapp, Sterblicher. Die Tante
habe ich nie verstanden, ja, ne? Die gab es ja schon in Warcraft 3, Frozen Throne, also damals schon. Und die hat ja einen Haufen Fähigkeiten, die einen Haufen Mana kosten und ein Mana-Schild. Aber die hat kaum Mana und kaum Mana-Rack, die ist voll schlecht eigentlich. Ich mag sie überhaupt nicht. Niemand veralbert mich. Wo soll ich zuschauen? Naja. Müssen sie auf jeden Fall erstmal die Helden wiederbeleben. Ah ja, stimmt. Wir sind total pleite, ey. Hier oben ist noch eine Goldmine, die können wir uns noch ranholen. Das Portal ist ja eh weg. Also noch ist es hier, aber ich denke mal, das wird wahrscheinlich weg sein. Wir brauchen Kohle. Ich arbeite. Das war auf jeden Fall mal gar nichts. Ich kann, ob wir das Level einfach nur noch fix neu starten wollen. Ich warte. Aber ist auch wieder Zeitverschwendung, ne? Nun sind wir schon so weit. Eins von vier haben wir schon. Nee, wir starten, das ist nicht neu, wir warten einfach mal ab. Kommt noch irgendwo Einheiten raus? Oh, na gut. Müssen wir halt noch einfach ihn hier noch wieder beleben. Und das Fiese ist, die Dämonen kommen ja immer wieder raus aus dem Portal, ne? Also, auch wenn ich das zerstöre, oder? Warte mal, wir gucken mal kurz. Ist das noch da? Ist es noch da? Aber, ah, okay. Es ist ja quasi leer. Na gut. Dann müssten wir doch aber eigentlich ohne Probleme eine Goldmine hinbauen können. Warte mal. Das dahin. Das auf den. Das auf ihn. Dann das hier noch. Auf ihn. Das auch. Und das auch. So. Mal zwei Arbeiter. Und dann bauen wir mit einem quasi hier eine kleine Expansion hin. Einem Elf wäre was Besseres eingefallen. Wo klemmt's denn? So, was gibt's denn hier unten Feines? Ich kann auch ein paar Einheiten zum Gesundheitsbrunnen locken. Es soll geschehen. Ist mir ein. Also ein bisschen ausspähen. Oh. Magteridons Streitmacht belagert dieses Drenai-Dorf. Wenn wir sie vertreiben, schließen die Drenai sich unserem Kampf an. Dann helfen wir ihm nochmal schnell. So, Phönix raus. Ich arbeite dran. Achso. Wir sollten bald weiterziehen. Müssen wir das ganze Ding hier quasi platt machen. Ja gut. Machen wir das doch mal. Und hier bauen wir mal direkt unsere kleine Expansion. So. Ich spüre etwas. Achso, und wir brauchen, warte, wir brauchen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Bisschen mehr Holz. Haben wir hier noch Holz? Hier. Das waren die hier, ne? Es ist mehr Gold davon. Ich tue mein Bestes. Mist, lauf doch weg. Oh, scheiße. Was doof ist auch. Diese blöden Kollisionsgrößen immer. Naja. Was soll's. Die könnten mir ruhig mal helfen hier, die Kollegen. Machen sie nicht, ne? Ich kann die auch nicht steuern. Nee. Na gut. Macht der auch Schaden an Gebäuden? Ja. Na dann mal dahin. So, hier hoch zu. Wir bräuchten mal Mana. Da ist Mana. Es soll geschehen. Ich sammle einfach nur ein bisschen Gold, ne? Also nicht wundern, ich. Oh Gott, das stimmt auch gleich. Ach, die haben wir geslowt hier. Ach, Mist. Mein Volk muss gerecht werden. Ich brenne darauf zu handeln. Der Phönix macht auf jeden Fall richtig guten Schaden. Ich spüre etwas Flüchtiges. Oh, gib mir mal deinen Mann. Ach, er hat gar keins. Toll. Die Zeit ist knapp. Schnarch. Wir sollten bald weiterziehen. Ich brenne darauf zu handeln. Oh mein Gott. Unverwundbar. Wo klemmt's denn? Ja, es ist halt doof, ne? Wenn du kein Mana hast mit den Helden. Außerordentlich. Ich bin hibbelig. Ich stell die Sache mal da ab. Komm, hier, mach mal das Ding kaputt.
Och, ernsthaft? Du blöder kleiner Kackorg. Das gibt's doch nicht. So. Wir beide halten wieder. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Flüchtiges. Müssen wir ein bisschen langsamer vorgehen. Das ist zu leicht. Ist mir ein Vergnügen. Ich ziehe mich jetzt einfach mal zurück. Bringt ja alles nichts und wir bauen neue Einheiten zusammen. Wir haben halt einfach auch keine Kohle, ne? Aber gleich haben wir Kohle. Das Ding mal fertig wird. Was machen wir denn mal? Wir machen auf jeden Fall wieder die Dicken hier. Oh, die kosten auch so viel, ey. Oh. So, na los. Eins, zwei. Och nein. Gerade jetzt. Was ist das denn hier? Ich glaube, es hackt. Oh. Okay, das ist... Also dieses Level ist ja wirklich lächerlich schwer. Was? Hilfe! Nein, geh weg! Ist mir ein Ja, ich glaube, das Level dürfen wir dann mal neu starten. Also hier ist ja was los, das ist ja unglaublich. Also... Erstmal brauche ich Mana. Scheiße. Oh. Nein, Jack. Sehr gut. Nein. Lass mich in Frieden. Nein, 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 nein. Schön zurückbleiben. So, Nagatante. Auch gleich tot. Oh mein Gott. Was ist das für ein Level, ey? Was ist das denn? Das ist aber richtig heftig. Unser voll und fetter Drache hier. Und wir haben einfach nichts. Komm hier, stirb, du Kackorg. Oh, schnell weg. Nein, lass mich in Ruhe. Drei Leben. Ich hab doch drei fucking Leben. Oh, warte, warte, warte. Das ist ein Item. Ein Heiltrank. Kann ich den... gut. Ja, ich würde sagen... wir starten das Level einfach nochmal neu, weil wir haben keine Chance. Gar keine. Irgendwas ist hier ganz seltsam. Oder ich bin bescheuert. Das kann natürlich auch sein. Das ist nie, also würde ich nie ausschließen wollen. Ja, machen wir in der nächsten Folge. Ich breche mal das Level hier ab an der Stelle und ich weiß, wir können uns natürlich noch retten hier mit ihm und mit der Demon-Form, kein Problem, aber nein. Einfach nur nein. Vielleicht müssen wir noch mal was mit den Items hier rumwurschteln. Sehe gerade hier 50% Life-Leech. Diverse Stats, das braucht er ja alles nicht, weil er kann ja eigentlich sowieso nicht kämpfen. Ne? Er muss ja in diesem blöden Ding stehen, in diesen Kreisen da, und kann nichts machen. Das heißt, er braucht auch eigentlich keine Items. Naja, gucken wir uns in der nächsten Folge an. Sorry, aber fehlen gehört halt zum Lernprozess dazu, ne? Und das Level ist überraschend schwer. Also verglichen mit den vorherigen ist das hier mal ein richtiger, heftiger Unterschied. Na gut, also, ich würde sagen, bis zur nächsten Folge und bis gleich.